Hallo zu meinem zweiten Video in der Reihe Was brauche ich alles an Einbauzubehör? Im vorherigen Teil haben wir uns um den Strom unterhalten und heute unterhalten wir uns mal über den Signalweg. Grundsätzlich ist es ja so, ich habe hier einfach mal auf dem Tisch aufgebaut, das ist mein Joying-Radio. Dieses Joying-Radio hat ja sehr viele Möglichkeiten, das Signal auszugeben, deswegen habe ich es geholt. Und hier unten habe ich meine Eaton DSP-Endstufe und die hat auch sehr viele Möglichkeiten, Signale reinzukriegen. Deswegen halt wahrscheinlich eine gute Kombi, um zu zeigen, okay, wie können wir es denn überall anschließen und wie nicht. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Was gibt es für Möglichkeiten? Ganz klassisch, wenn wir ein Werksradio haben, also kein Ein- und Nachrüstradio, sondern wirklich das Originalradio, was drin ist. Und da dann tatsächlich Musik von in unsere Endstufe reinkriegen wollen. Oder in unseren DSP. Also das hier ist ja jetzt unsere Endstufe und DSP gleichzeitig. Ich habe gerade kein DSP da. Aber im Endeffekt können wir die Signale, die wir aus dem Radio nehmen, die kommen jetzt hier rein, genauso wie in DSP. Und bei einer normalen Endstufe haben wir ein paar Spezialitäten. Da gehe ich gleich drauf ein, was möglich ist und was nicht. Beziehungsweise ich hole eben kurz eine Endstufe. Moment. Da bin ich wieder. Ich habe eine Endstufe besorgt. Die stelle ich mal schwierig. So hin? Sieht man das? Ja. So hin. Endstufe ist da. Und jetzt fangen wir an. Was für Möglichkeiten haben wir? Grundsätzlich, wenn wir mit dem Werksradio unterwegs sind oder halt auch mit dem Nachrüstradio und keine Lust haben, irgendwie Cinch-Kabel zu kaufen oder sonstige Arten, dann ist es so, dass wir eigentlich heutzutage die meisten Endstufen, die meisten digitalen Soundprozessoren, ein paar ältere Endstufen nicht, muss man dazu sagen, über das sogenannte High-Signal einspeisen können. Heißt, vom Radio aus ist der falsche Kabelbaum. Da. Vom Radio aus haben wir ja hier diese ISO-Buchse und die ISO-Buchse hat halt Lautsprecherausgänge. In der Regel 4. Das heißt, in der Regel haben wir es vorne links, vorne rechts, hinten links. Und diese einzelnen Leitungen können wir in die meisten modernen Endstufen und DSPs einführen. Das geht ganz einfach so, dass wir halt die Leitungen, die hier quasi drin sind, diese Leitung, die können wir, also die hier aus dem Radio rauskommen, das ist der Kabelbaum, der hier rauskommt, die können wir hier in den sogenannten High-In, High-Level-In, oder hier in den auch sogenannten High-In, A-High-In, B-High-In. Das heißt, da können wir auch entsprechend die Sachen direkt reinschieben. Was bringt uns das, was bringt uns das nicht? Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir den High-Level-Ausgang bzw. den High-Level-Eingang benutzen, haben wir diverse Vorteile. Wir brauchen keine speziellen Kabel, können da ganz normal mit Lautsprecherkabeln rangehen. Wir können jedes einfache Werksradio anschließen, das ist alles schön und gut. Wir haben auch relativ wenig Probleme mit Störsignalen, weil der Pegel, deswegen auch High-Level, halt relativ hoch ist. Das Einzige, was nicht so schön ist an dieser Sache, ist tatsächlich, dass beispielsweise an diesem Android-Radio, diesem, ich nenne es mal, billigen China-Kracher, gut, so billig war es jetzt nicht, aber zugegeben, die guten Chinesen geben jetzt nicht alles, um aus dem Lautsprecherausgang jetzt das Beste und Audiophilste rauszuholen, was geht. Dementsprechend, da sind halt Verstärker verbaut in diesem Radio, die sind billig und dementsprechend ist halt das Signal, was jetzt schon verstärkt, das heißt, das Signal geht ja durch alle Komponenten dieses Radios durch, inklusive den Endverstärker, was da rauskommt, ist jetzt nicht super geil. Deswegen gibt es andere Möglichkeiten. Andere Möglichkeit Nummer 1 ist ganz, ganz klassisch und gibt es wirklich schon so lange ich denken kann. Und zwar geht es dabei um den sogenannten Low-Level-Ausgang. Low-Level-Ausgang heißt eigentlich, dass bevor
das Signal im Radio selber verstärkt wird. Das heißt, nach der Digital-Audio-Wandlung, was weiß ich war, das heißt, wir haben jetzt ein analoges Signal und jetzt gibt es zwei Wege und entweder wir schicken das jetzt halt über den Low-Level raus oder wir gehen damit jetzt in unsere eigene Radio-Endstufe und verstärken es. Den Radio-Endstufenweg haben wir gerade schon gemacht mit dem High-Level-Signal und jetzt gehen wir mal den Low-Level-Signal. Wenn wir aus dem Low-Level-Signal rauskommen, dann ist es halt hier tatsächlich so, dass wir hier in dem Radio haben wir Front rechts, Front links. Wir haben auch einen Subwoofer-Ausgang. Wir haben halt auch noch mehr hinten links und hinten rechts. Könnte man auch noch benutzen. Das sind sogenannte Chinch-Buchsen. Und für diese Chinch-Buchsen gibt es tatsächlich Chinch-Kabel. Das heißt, ich könnte jetzt halt dieses Kabel hier nehmen und hier so reinstecken. Und jetzt habe ich, gehe ich quasi vor der Endstufe des Radios raus, was natürlich qualitativ definitiv besser ist, und habe hier diese zwei anderen Enden. Und diese zwei anderen Enden kann ich jetzt halt hier ganz normal in meine DSEP-Endstufe reinschieben. Das heißt, da rein, zack, habe ich schon eine Verbindung zwischen dem Radio und dem DSP hergestellt. Wenn ich die Verbindung jetzt quasi so habe, dann freut es mich, dann bin ich soweit zufrieden, alles cool. Und ja, was bringt es mir? Also ich habe auf jeden Fall, dadurch, dass ich den Low-Level-Ausgang benutze, habe ich halt eine bessere Qualität. Weil ich halt, wie gesagt, ein paar Komponenten vom Radio spare und direkt halt in den DSP gehe. Und im DSP bzw. in der Endstufe haben wir halt auch nochmal, weil wenn da jetzt ein hohes Signal ankommt, die wollen halt eigentlich auch mit ihrem Low-Level arbeiten. Das heißt, in der Regel wird das hohe Signal dann nochmal komprimiert und dann erst verstärkt. Das heißt, Low-Level immer schöner. Problem an Low-Level ist, wir brauchen natürlich entsprechende Chinch-Kabel, die aber auch geschirmt sein müssen, weil wir sprechen da halt von wenig Spannung, die auf den Dingern laufen. Normalerweise haben wir auf Chinch-Kabeln zwischen 2 und 8 Volt bei Vollausschlag. Heißt, da ist halt die Spannung relativ niedrig und im Auto haben wir relativ viele Störsignale, die da reinspielen können. Können halt so Sachen entstehen wie Lichtmaschinenpfeifen, passiert dann halt schon mal, oder irgendwelche anderen Lichtfiepen, wenn man Licht anmacht, irgendwelche PWMs, die sich da reinstreuen oder sonst was. Gibt's alles, ist unschön, passiert halt auf diesen Kabeln. Das hier ist halt auch schon ein relativ hochwertiges Dietz-Kabel, ist es tatsächlich schon was älter, aber das ist aus der Garbin-Serie, glaube ich. Ja, genau, hier steht's. Cable Dietz Triple Shield, also dreifach geschirmt, ist schon mal was. Das wäre die Methode über Chinch-Kabel. Dieses Chinch-Kabel kann ich natürlich auch hier ganz klassisch an meine Endstufe anschließen. Das heißt hier auch ganz normal Pre-In, Pre-Out, Pre-In, genau, Pre-In A, 1, 2, fertig, angeschlossen, glücklich sein, funktioniert. So, die schläge ich jetzt erstmal hin. Weil jetzt kommen wir zu anderen Möglichkeiten, Ton zu übertragen, beziehungsweise das Signal. So. Als nächstes haben wir eine Möglichkeit, Ton zu übertragen auf digitalem Weg. Digitalem Weg heißt, wir können Ton über einen sogenannten SPDIF, so nennt sich das Ding, das steht für Sony Philips Digital Interface, ja super. Und darüber können wir Informationen übertragen. Die Informationen, die wir da übertragen, sind digital, heißt Nullen und Einsen. Bedeutet, entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Störsignale kriegen wir da halt einfach nicht rein. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu übertragen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, das mit einem Koaxialkabel zu machen. Und es gibt die Möglichkeit, das über ein sogenanntes Toslink-Kabel zu machen. Der Unterschied ist relativ einfach. Das hier ist ein Koax-Kabel, das heißt, das sieht so aus wie ja, unsere Chinch-Kabel so gerade ein bisschen, habe ich hier besorgt. Und das können wir hier ins Radio anschließen und können dann auf der anderen Seite das in unseren DSP reinschauen. Das funktioniert in der Regel nicht in Endstufen, weil Endstufen haben ja nicht den Prozessor-Power, um Digitalsignale dann halt umzuwandeln. Deswegen das SPDIF-Signal funktioniert nur mit
nur mit DSBs. Jetzt hat dieses die DSB bzw. die DSBN-Stufe kein Coaxial-Eingang, aber meiner Meinung nach auch eigentlich der bessere Weg halt zu gehen, weil hier drüber wird auch Strom übertragen. Heißt, es kann sein, dass die Masse von irgendwo geklaut wird oder sonst irgendwie was. Deswegen für mich nur eine Notlösung. Besser mit einem optischen Kabel. Ein optisches Kabel hat natürlich im Auto den super Vorteil, dass es gar keine Störung aufnimmt. Und hier, das ist natürlich auch der große Vorteil an diesem Join-Radio, weswegen ich mir gekauft habe, ist, das Teil hat halt einen Optical, hier steht drauf, Optical-Ausgang. Heißt, ich kann hier mein optisches Kabel anschließen, kann das andere Ende nehmen und hier in den SPDIF-In gehen. Fertig. Ich habe quasi jetzt noch vor der Digital-Audio-Wandlung noch vor der Digital-Analog-Wandlung von diesem Radio gehe ich mit dem Signal durch diesen Lichtleiter in den DSP. Heißt, ich kriege das beste Signal, was dieses Radio halt irgendwie ausgeben kann, kriege ich direkt hier in den DSP. Und ich habe dadurch, dass das hier Licht ist, an aus, habe ich keine Möglichkeit, hier Störungen reinzukriegen. Dadurch, dass hier halt auch kein Strom übertragen wird, sondern wirklich nur an aus, habe ich hier auch keine Möglichkeit, Störungen reinzukriegen. Also ich könnte jetzt mit dem Taschenlampe da reinleuchten, da würde ich vielleicht Störungen reinkriegen. Aber ansonsten halt irgendwie Einstreuungen durch irgendwelche Sachen, gar keine Chance. Also über Lichtwellenleiter an der Stelle für diese Kombi die beste Möglichkeit, Ton zu übertragen. Aber es geht noch besser. Ich nehme mal hier raus und stecke es wieder alles zu. Ganz wichtig, bei diesen SPDIF Toslink-Kabeln halt immer schön mit den Schutzkondömchen hier arbeiten. Die Sache ist, wenn da halt irgendwie Staub rankommt oder sonst irgendwas, kann das natürlich sein, dass die dann halt auch nicht wollen. Deswegen immer schön, wenn es geht, die Deckelchen drauf. Die nächste Version, die wir haben, um Ton zu übertragen, ist digitales USB. Heißt, es gibt Endstufen, das kann die hier zum Beispiel nicht, aber es gibt Endstufen von diversen Herstellern, wo es halt so ist, dass die per USB direkt angeschlossen werden können an Radios. Das Radio hat hier zum Beispiel auch einen USB-Ausgang und diese ganzen Android-Radios haben zum Teil die Möglichkeit, beziehungsweise auch diese ganzen Tablet-Umbauten, direkt mit einer USB-Soundkarte zu arbeiten. Das heißt, man steckt in der Regel eine USB-Soundkarte an so ein Radio dran und hat dann halt irgendwie einen Ausgang. Es ist halt so wie USB-Soundkarte an ein Handy anzuschließen, ein Android-Handy. Jetzt gibt es aber DSP-Hersteller, die sagen, oh cool, dann bauen wir die Soundkarte in unseren DSP ein. Heißt, es gibt eine USB-Verbindung vom Radio zum DSP und der DSP selber ist die Soundkarte. Das heißt, es ist tatsächlich natürlich auch digital, aber an der Stelle halt noch ein Level tiefer. Das heißt, ja, im Endeffekt wird der USB, gehen die Daten per USB in den DSP. Und dadurch gibt es natürlich noch, gibt es die Möglichkeit, dass der DSP den Übertragungstakt angibt und man dadurch halt noch Jitter verhindert. Und ja, das ist halt so nochmal höher von der Qualität und wird sehr gerne benutzt im High-End-Bereich. Dann kommen wir wieder zu einer Möglichkeit, die diese Endstufe hier auch zur Verfügung stellt, zumindest zum Teil. Und zwar ist es so, dass DSPs, jetzt wieder keine Endstufen, sondern wirklich DSPs, es anbieten, direkt in diese DSPs zu streamen. Das ist jetzt auch noch nicht ganz so alt, aber man kann tatsächlich direkt, ob es mal vom Radio aus macht, theoretisch könnte ein Android-Radio auch eine Bluetooth-Verbindung oder eine WLAN-Verbindung aufbauen. Aber es geht halt auch vom Handy aus oder von irgendwelchen anderen Zuspielern. Das heißt, man kann tatsächlich dieses Auto setzen, ganz normal sein Radio haben für normale Musik und so weiter. Vielleicht per High-Level verbunden oder sonst sowas. Und wenn man halt jetzt seine high-endige Musik hören will, kann man auch direkt in die DSP reinstreamen.
So ist das ja zum Beispiel bei dem hier, bei der Endstufe. Die hat ein WLAN-Streaming drin. Das heißt, man kann halt tatsächlich hier, ich glaube, da wird ein DLNA-Streaming aufgebaut mit einem WLAN hier an der Stelle. Und wenn man halt das Handy mit der Endstufe verbindet, dann hat man die Möglichkeit, halt alle Ausgaben von dem Handy direkt in die Endstufe reinzustreamen und hat dadurch, ja, je nach Codec auch eine High-Res-Möglichkeit. Zusätzlich ist es natürlich ganz praktisch, wenn mein Handy mit dem DSP verbunden ist, kann ich auch die ganzen Einstellsachen halt machen. Ja, das waren die 5 Arten, wie man halt Signale übertragen kann. Ich hoffe, ein paar Unklarheiten ausgeräumt zu haben. Und ja, das freut mich, dass du zugeschaut hast. Und im nächsten Teil geht es um Dämmung. Also wir hatten im ersten Teil, verlinke ich, haben wir Strom gehabt. Im zweiten Teil hier ging es um den Signalweg. Und der dritte Teil beschäftigt sich um das Einbauzubehör Dämmung, um halt auch ein Auto richtig leise zu kriegen bzw. die Aufnahmen zu stabilisieren. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.